Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Röll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge sind wir mit Rico ein bisschen durch die Gegend gelaufen und dann sind wir ein bisschen mit Sora durch die Gegend gelaufen auf der verzweifelten Suche nach dem Plot dieses Spiels. Und dann sind wir am Ende des Parts über einen Bosskampf gestolpert und um den kümmern wir uns jetzt, den Kistenklopper. Ah. Und ja, habe ich irgendeine Fernangriff? Aber ich mache auch Schaden, glaube ich. Es ist so ein Unterschied, nachdem ich hier die ganze Zeit Birth by Sleep gespielt habe, wo irgendwie bei den ersten Bosse Knüppelart waren. Warum macht das so viel wenig Schaden? So, warte mal. Ich habe nur den hier. Puff. Mega Stampfer. Ah, nicht bald noch. Saugmodus aktiviert. Aber nicht, dass das gesund ist, dass du dieses stachelige Ding hier frisst. Aber okay. Oh Mann. Ja. Kann ich mal kurz, ja. Aber wieder dauert nicht mal so lange zum Aufladen. Naja. Warte mal, das ist doch ja auch ein neues Gebiet, ne? Oh, was? Perfekt, ich wollte sowieso hier runter, danke. Genauso wie geplant. Das sind ja neue Schätze und so, die ich noch einsammeln kann. Ich weiß, jetzt ist der perfekte Moment dafür, also. Ja, zum Beispiel hier. Mich extra nicht nochmal ausgehen oder einen anderen Part danach suchen. So irgendein Fernkampf an. Boah, ich kann nicht so auf mir anvisieren. Er hat schon Schaden gemacht, ey. So, die Frage ist jetzt. Habe ich. Oh, hi. Bom, bom. Ich hatte, glaube ich, nur noch 10 Schätze übrig, ne? So, ich glaube, hier ist alles, ne? Okay, wieder zurück zu dir. Ja. So ein auf Monkey D. Ruffy mit deinen Armen. Die Frage ist, ob ich auch wieder unbesiegbar bin während meiner Ausweichrolle. Glaub's nicht. Na, nein, nicht schon wieder. Oh, 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 oh. Tut doch weh, Mann. Aber okay, jetzt reicht's. Jetzt machen wir ernst. Aber ja. Was? Da ist eine Faust geflogen gekommen. Aber ja. Oh Gott. Aufpassen. Erst recht jetzt. Wo sind meine Traumfresser? Oder Traumfänger? Ja, geh weg. Ich sag, das wird gleich explodieren, ey. Nein, ich möchte nicht schon, dass du mich kaputt klopfst. Nein. Oh, das war doof. Ja. Nein, hör auf damit. Damit. Okay. Auf. Wir müssen auf Nummer sicher gehen, ja. Ist auch mal gut, Mann. Hör auf damit. Mehr. Stimmt, da war ja was. Schon gefragt, warum ist noch mal alles weggegangen im Hintergrund? Da sind doch bestimmt Schatztruhen, ne? W
weiß es wieder erneut die perfekte Möglichkeit danach zu suchen und ich scheine unbesiegbar zu sein mit meinen Ausweichrollen. Warum denke ich überhaupt, dass es Birth by Sleep Only ist? Das ist auch bei den anderen Spielen auch so. Okay, komm her. Und nein, das war's noch nicht. Aber jetzt war's das. Jetzt war's das. So. AP Höchstwert und der Kapazität erhöht. Ausgezeichnet. Und er war gar nicht so einfach. Er hätte gefährlicher sein können, finde ich. Also damit wünsche ich mir nicht, dass er gefährlich gewesen wäre, aber hätte schlimmer kommen können, fand ich. Und da geht er hin zu seinem Heimatplaneten, weil der ihn braucht. Nun, wir werden dieses heiße Mehl. Ich meine, Joshua. Hello, Neku. How long the days without you have felt. Rhyme. I'm glad you're okay. Neku, do you know this guy? Yeah. Joshua. He's my friend. Okay. My friend. Are you the one who took Rhyme away? And why do you know my name? If you'd like to settle down for a sec, I'll field your questions one at a time. Wie beruhigt, ich bin beruhigt. Let's start with Rhyme. I'm hanging on to her dreams for her. They're my portal. Huh? Let's just say her dreams are a gateway between worlds. Oh. Das macht keinen Sinn. Next question. Ich glaube, er hat überhaupt nichts kapiert. How could I possibly know your name, right? This town has a little secret. It only appears when someone out there has need of shelter. I'll spare you the details, but right now it's made up of my dreams. So of course I know you. I dreamed you up. I know your best friend Riku too. Really? You know Riku? Well, yeah. I'm kind of omniscient. Then where is he? He's right inside this projection. In another imagining of this world. You mean another Traverse Town? Can I get there with your portal thing? Sad to say, it won't work for you. My portal thing only opens for the one with Rhyme's dreams. In this projection, you're seeing another chain of events in another world trapped by the Dream Eaters. As for how the world got split in two, I have a feeling you'll need to ask this guy. Him again. I missed us. Who's that? Beat. Shiki. Riku. Schädelklopfer, das Schlüssel, ein Schlüsselschwert mit ausgerechnet Angriff und Magiewerten. Okay, geil. Das ist so eine Andeutung, dass wir die Welt geschafft haben. Genau. Okay, wir könnten jetzt theoretisch mit Sora weiterspielen, bis seine Sturzanzeige wieder abläuft. Aber ich möchte gerne jede Welt so direkt nacheinander spielen. Bewege ich auf der Karte zwischen der Welt hin und her und wähle aus, wohin ich begeben möchte. Also ich könnte jetzt hier eine dieser Welten hier machen. Wahrscheinlich die hier. 14, meine Güte, 8. Und ja, 6. Okay. Aber ich werde jetzt Dreieck drücken, um zu stürzen. Und damit kann ich dann wieder Riku spielen, welcher noch in Traverse ist. Und so wird er dann ungefähr hier ablaufen. Wir machen immer eine Welt nach der anderen und machen jetzt nicht. Oh, hallo. Da in der Action drin. So, und jetzt tut bitte nicht wieder meinen Sturz hier erhöhen, damit ich hier
fast gar keine Zeit habe, sonst muss ich nämlich noch mal stürzen. Hey, stürzen, ja, keine Ahnung. So, und da ist das Ding noch gut. Also wir können das noch mal machen, wenn ich gerade hier auf die Schnauze kriegen, wie blöd. Boah. So, was willst du denn von mir? Führe mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Ja, das ist kein Ding. Oh Gott. Die tun weh. Oh, Wurf erledigt. Wow, was ist das denn für ein geiler Schwertwurf? So, erstmal heilen. Wissen ja, wie es mit den Herausforderungen von Rico so letztes Mal ausgegangen ist. Mein Gott, sieht die Angriff stark. Was? Na du, ich dachte, du bist schon längst tot. Was ist so der Big Deal hier von diesen Viechern, oder? Okay. Gut. Ja, Eistraumtüte, düstere Einbildung. Okay. Mal ganz kurz gucken. Andenken. Hammerwurf. Butzemann. Von den einen haben wir noch nicht eingesetzt. Sir Kairo. Eishaskin. So, haben wir irgendwas Geiles, was wir hier ausrüsten können? Ja, kümmern wir uns da erst, wenn wir, weiß nicht, mehr Dinge haben. Ja, zeigt mal, was ihr alles könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Boah, wir haben ganz schön viele Dinger. Erhellung oder... Ja, was will ich eher? Neue Attacken oder passive Sachen? Magie wäre Magie Hass. Immer das hier. Gut. Frage ist jetzt nur, ob diese Effekte nur jetzt sind, wenn ich die Geister ausgerüstet habe, oder ob ich die für immer habe. Combo Plus. HP Boost. Ich kann 100. So, HP Boost. Warum nicht? Und ein Ding natürlich. So. Und 3 Punkte. Stufe. Ah, Stufe 10 brauche ich dafür. Ah. Item Boost brauche ich nicht wirklich. Lichtschutz. Aber ich brauche doch das. Oh, ein Punkt schon wieder. So, neue Fertigkeiten, ne? Hopp. So. Geister, Unterstützung. Immunität, Analyse. Freigeschaltet. Okay, eine Sekunde. Ich kann aber jetzt keinen aus dem Team gerade nehmen, weil ich nur 3 habe im Moment. Noch mal ein paar Meter noch. Oh, da ist ein Herz, sehe ich gerade auf der Karte. Das ist ja magisch. So, Eisklinge, die tun wir mal ausrüsten für Rico. Komm mal nur weg, meine Güte. Anstatt hier Dingens. Nur für jeden Charakter immer so bestimmte Elemente nehmen. Auch immer gemacht, irgendwie Sorat, so Blitz, vielleicht Windsachen oder so, ein bisschen wie Ventus Birth by Sleep. Weil nicht Rico wird so die Feuersachen, vielleicht so ein paar Dunkelheitssachen haben. Wenn auf jeden Fall mit jedem Charakter, weiß ich nicht, andere Angriffe ausrüsten, damit die sich auch unterscheiden.
Wir sollten mal deren, weiß ich nicht, deren Parameter mal anschauen. Nur um einfach zu gucken, wer in welchem Bereich besser ist. Ich werde wahrscheinlich mit beiden so, ich wollte das gar nicht machen, beiden so gleich viel Magie und Angriffssachen ausrüsten. Und da eigentlich dann perfekt sein. Ja, keine edle Einbildung immer noch. Dann brauche ich doch die. Mach das auf. Aber ist schon wieder so ein Teil. Siege alle Gegner in 20 Sekunden oder weniger. Das könnte vielleicht nicht machbar sein. Aber das ist nur als Bonusziel, okay. Oh, nur ein Gegner. Oh, oh, da ist eine Truhe. Ich dachte, ich muss hier so 20 Gegner oder so suchen und finden und töten. In 20 Sekunden. Also für jeden Gegner eine Sekunde. Wir suchen und zerstören. Und ja, ich wollte sagen, hier ist sogar eine Truhe gewesen. Ach so, ja, das ist wieder eine, das ist eine kleine Truhe. Nur nein. Bonbonbrille. So, sehe ich auf den ersten Blick eine Truhe. Ich nehme an, ich glaube, in dem gleichen Bereich wie bei Sora kommt auch bei uns hier der Bosskampf. Hätte man voll hoch gehen können, ey. Habe ich irgendwie voll übersehen mit Sora. Weg, ihr Butzemanns. Wollte ich ausnahmsweise mal nicht öffnen. Ich wollte auf den draufhauen. Aber okay. Was? Komm so in der. Geh aus dem Weg. Ich der schon wieder da unten. Ach, wir sind noch, boah. Volle Orientierungsprobleme schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Gehen wir zur Story. So, oh, das ist eine Truhe. Boink. Keine Story-Fortsetzung hier, okay. Aber eine Truhe, das ist auch gut. Truhe sind immer gut. Wenn ich meine, da muss ich hin, um die Story fortzuführen. Wie sieht jetzt Schatztruhenmäßig aus? Na, es fehlen mir noch 8 Dinger. Aber ich glaube, man muss sowieso irgendwann mit Sora und Rico wieder zurück nach Traverse gehen. Also lass mal erstmal. Ich glaube, man muss ja noch mal irgendwann zurück, einmal mindestens. Jetzt gleich das Schicki mit uns kommt. Over there. Hey, we should stick together. Perfect. You can't expect me to. No way. How did you get here? Who are you? Wow. By choice or chance? Da wieder Typ aus King Nummer 2, der mit Stöcken geworfen hat, ey. This wakeless sleep will be your prison to wander forever. Und die Szene haben wir gerade mit Sora gesehen. What do you mean? Riku, don't you listen to that punk? Shiki's gonna be fine. She told me what's up. Hoodie here set this whole thing up, yo. He promised to send Shiki back to our world, and you was the cost of travel. Yo, this is seriously one half-baked excuse for Warum sind die Charaktere alle so verlogen? You ain't even a Reaper. What? Ein Schnitter gibt's in Tales of Berseria im Moment. All right. Who are you? Oh, gelbe Augen, silberne Haare, das könnte doch jeder sein. I'm
really sorry, Riku. It's all right. Beat. Watch her. I got this, yo. Okay. Kümmere mich um das Mädel, das mich verraten hat. Mich auslöchern wollte an diesen Kapuzen, nein, aber okay. Riesigen Kistenklopper, okay. So, oh, hi, hier gibt's Ruhen. Hier gibt's Ruhen. Aber ich glaube irgendwie dieses Gebiet, oh, hi, das ist sogar echt eine. Gibt's nicht hier in Zoras Traverse Town, weil ich glaube, das war optional, ob man da runtergefallen ist oder so. Mit Riku muss man hier hin. Autsch. Du machst aber nicht so viel Schaden. Ich habe mit Level 6 geschafft, dich mit Zora fertig zu machen. Da möchte ich auch so schaffen. Oh. Oh. Oh, das geht sogar bis da hinten. Sehr gut. Hände. Nein. Nicht Hände. Die voll viel aushalten. Und wart. Mal. Lass mich mal kurz hier weg. Ich bin in Lebensgefahr. Vergesst mal, dass ich L1 drücken muss. Alter, geh weg mit dem Zeug. Und ist das Dingen hier von dem Löwen hier mal auffüllen, damit ich hier zwei Dinger, damit ich wieder Klingenaura benutzen kann. Ich dachte erst, ich kann dann erwarten, bis ihr irgendwie fertig seid mit eurem Angriff. Und ne, ich muss euch anscheinend töten. Bah. Was? Okay. Oh, du warst nicht sehr lange. Okay, jetzt aber. Obwohl, ich habe die Chaos. Okay. Hallo, boah. Habe ich nicht gerade was anderes aktiviert gehabt? Hey. Kann ich durch die Gegend werfen? Boing. Überhaupt Schaden gemacht. Ich meine Dinge ja an, der mache. Das war krass. Schon wieder gestunt. Ich kann mich schon wieder durch die Gegend werfen. Kann ich auf deine eigenen Hände werfen? Ja, du bist ganz schön einfach. Im Gegensatz zu dem von Zora. Oh, schon wieder. Was du denn da? Hallo? Ah. Ja, voll daneben, Riku. Jetzt habt ihr nichts mehr, was ihr auf mich werfen könnt, ne? Müsst dann irgendwas anderes werfen. Mich, ne? Und einer kommt noch was. Boah. Du gibst mir eine Bitch Slap hier. Ah. Oha, hör auf damit. Wo ist das? Nein, ich hab den anderen getroffen. Boah, ich muss aufpassen. Wir haben nicht Immunität, oder? Oder warte mal, Immunität habe ich, oder? Ah, sagst du dazu, ich habe abgewehrt. Und du bist weg, ausgezeichnete. Warum wird eigentlich Reaper immer Schnitter übersetzt? Warum kann er nicht einfach Sensenmann heißen? Eisen aus Tales of Berseria heißt auch Schnitter. Weil er... Ich habe ja japanische Synchro an und da sagt er Shinigami und das heißt, meine ich, Gottes Todes oder so oder Sensenmann. Warum Schnitter? Muss ich mal mit Schnitte hier in Verbindung setzen? Hey, what is this? Ein paar Leute. Die alle voll hip aussehen. What are we seeing? This is so messed up, man. She's right here in front of me and I can't reach her. Hmm.
If your hearts are connected, you'll reach her. Rhyme. Neku. Sora. Und auch hier den Schädelklopfer halten. Jetzt haben wir mit beiden Charakteren die Welt abgeschlossen. Ist ja nicht schön. Und das sind übrigens Charaktere aus dem Spiel The World Ends With You, auch von Square Enix. Habe ich nie gespielt. Ich habe mir mal so ein paar Gameplay-Szenen angesehen von dem Spiel und ich blick da überhaupt nicht durch. Auch für Nintendo DS oder so gewesen. Und ja, weiß nicht, da geht es irgendwie um dieses eine Spiel hier, von was die Geräte haben und irgendwie so Nummern auf Händen haben und ich habe keine Ahnung. I gathered up the very last remnants of their dreams and looked for a place to give them refuge. It was then this world appeared to answer my call, and Rhyme's dreams allowed us to reach it. Here, I thought they might have a chance, that the pieces of their dreams could make them whole again. Imagine my surprise when I realized dreams take bodily form in this world. It struck me, by linking their dream pieces back together, maybe I could make them exist again. Maybe I could give them another chance. It can't be that simple. Well, why can't it? By ourselves, we're no one. It's when other people look at us and see someone, that's the moment we each start to exist. All they needed was for someone to see them, connect with them. And the two of you were a big part of making it happen. Joshua, just who are you? Let's say, a friend. Und ich hab Flügel. Weil, warum nicht? Ja, das ist gerade passiert. Hey. Denkst du das gleich, was ich denke? Yeah. Mir ist gerade was aufgefallen. One dream is connected to another, which means we must choose in which sleeping world you will begin. I will return you to the Destiny Islands just before they were swallowed by the darkness and plunged into sleep. Once dreams take you, you must let them guide you to the sleeping worlds. As there are seven pure lights, there are seven sleeping keyholes. Unlocking these will both grant you new powers and free the worlds from their wakelessness. Complete this task and return here safely, and I will name you both true masters. Oh, das klingt aber nett. Noch eine geteilte Welt. Okay, jetzt sind wir mit beiden Charakteren hier durch. Wir können uns neueren Welten widmen. Den dreien. Und ja, nächste wird La City de Cloches sein. Aber vorher gucken wir mal. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Ach ja, was mir aufgefallen ist. Das sieht man jetzt natürlich jetzt nicht. Aber Soras Schlüsselschwert. Apropos Schlüsselschwert. Ja. Ja, weiß ich nicht. Wie nennt man das? Die Klinge, also hier vorne, dieser Flügel, dieser weiße Flügel bei Rico zum Beispiel. Weiß nicht, wie man das beim Schlüsselschwert nennt. Die Klinge, keine Ahnung. Jedenfalls so hat ja, weiß ich nicht. So eine komische Form. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Lücke irgendwie so aussieht wie eine Krone. Ich dachte immer,
das Ding an sich soll irgendwie, weiß ich nicht, eine Krone repräsentieren, aber sah irgendwie für mich nie so aus. Und jetzt habe ich irgendwie erkannt, dass die Lücke davon aussieht wie eine Krone. Und das hat mir gerade meine Mind geblowt. Und ja, warum tue ich solche Sachen immer so spät erst entdecken? Aber dann mal hier. Combo Plus, geil, das will ich nicht haben. Schlafblocken will ich auch nicht haben. Dann kann ich ja nicht mehr stürzen. So, gemacht, was haben wir? Giftblocken, Attackenlast. Magie Sphäre, das klingt doch schon besser. Funke. Das glaube ich nur für Sora, ne? Vitra. Das hat ja Immunität. Warte mal, habe ich da nicht schon? Nö. Ach, muss ich sogar mit dem Viech freischalten. Na komm, dann tue ich, weil nicht offscreen die Viecher wieder ein bisschen zu Tode streicheln. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich die nächste auf. Boah, nächste Aufnahme weiter. So, ja. Ach ja, boah. Okay, dann werde ich die Viecher hier so ein bisschen streicheln und weiß nicht, wenn ich dann fertig bin, machen wir uns auf in die nächste Welt, und zwar mit Rico als erstes. In dem Sinne sage ich allerherzlichsten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.